Ich war halt wirklich jetzt gerade kurz in der Küche. Mhm. Was hältst du denn davon von K.O.-Schlagen? Klingt gut, aber guck dir den an, der ist dumm. Deswegen können wir ihn K.O. schlagen, finde ich. Nein, der kann sich nicht leisten, noch mehr Gehirnzellen zu verlieren. Na komm. Nein. Komm. Du durftest schon die Tankstelle ausrauben. Ach komm. Wie lange soll das hier noch gehen? Also ich hab Zeit. Ach Mann. Wenn es sein muss. It is. Yeah, I'm here a lot. I got this disease. The doctors can't figure out what it is, but yes. You don't have to worry about it. They don't think it's contagious. It's fine. All right. Well, this is my floor, so right, feel better. Ist nur Corona. Und in diesem Moment entstand Corona. I know. So, you excited to see your baby? Das war ja langweilig. Wisst ihr, ich hab doch gesagt, der Typ ist dumm. Ich hab gesagt, lass uns den K.O. schlagen, das ist aber du wird langweiler, ja, bist du. Ich rede hier mit Leuten. Du Langweiler, bist du noch. Ich springe aus dem Fenster. Ja. They pretty much already have. How long have the doctors given you? Ah, du bist das. Oh, Morty. That's tough. I'm so sorry. Wir haben hier was zu tun. I actually feel quite relaxed about it. You do? Yeah. Du weißt, was wir tun müssen. Acceptance relaxes the mind. All right, this is fun. Cool, ich rede hier mit der Sterbenden. Hey, das macht Spaß. Ich klau hier mal eben den Rollstuhl. Ich balanciere hier Rollstühle. How hard can this be? Yeah. Easier than I thought. Oh Gott. Ja, verdammt. Ja. Okay, das ist relativ. Au. My back. Ja, cool. Und sonst so? Bin schlechter drin. Du bist schlecht in ziemlich allen Minispielen. Da hattest du bei It Takes Two bessere Karten. Ach ja, eine Minute, zwei Minuten, 30 Jahre. Ich glaube, wir sollten wieder viel Gewinnspielen gehen. Warum? Ich habe gerade aufgegeben. Moment, ich will auch mal gucken, was bei mir passiert, wenn ich hinten überfall. Wahrscheinlich dasselbe. Maybe not. Nein, du brichst das Rückgrat und ich. Does it really take two guys to change a light bulb? If you're in the union, it does. And we are in the union. Two guys to change a light bulb. What a scam. No wonder this country's going to hell. Don't you have anything better to do? I was just about to ask you the same thing. Okay, wie viele, was sind die eigentlich? Was sind die eigentlich, um die Glühbirne zu wechseln? The bulb's blown out. It's the third time this week. Problem with the wiring? No, the wiring's fine. Yes, it's over here. I think it's a ghost. What? Ah, don't listen to him. Die Mutti bespritzt sich wieder mit Wasser. Immer. Trust me, okay? It's not a ghost. What are you looking for? Beer, man. What are you kidding me? You're in the hospital. So? Just be careful up there. Cool. There's probably some beer downstairs. Wait, are you serious? Yeah. Some liquor too. Oh shit. Gotta check it out. What kind of liquor? What's wrong with you? I'm joking. Ha ha. Das Bier unten hier holen. Oh, wir können Glotze gucken. Live footage from the moon.
Congratulations. What are you hoping for? Boy? Girl? Girl. Ich guck die Mondlandung. That's the same thing my mother said. Until she had you, I guess. No, she actually kept saying it until the day she died. That's why I want to have a girl. Wow. Komm, setz dich zu mir, lass uns Film gucken. Wo ist der Biertyp? Ah. Guck jetzt. Hey, du guckst die Mondlandung. Even if ich verfilmt. I wouldn't give you any. Come on, man. You need a doctor. Yeah. Du bist wirklich der Nettere hier. Deine Antwortmöglichkeiten sind wirklich hier. Oh my god, this is really good. I should sweet talk one of the nurses. Thanks, man. There's definitely a boy in there. Don't worry. Nope. It's a girl. You know if you see a doctor or a nurse. My wife and I had a boy, and her belly looked just like yours. Well, you're wrong, because I talked to my fortune teller, and she told me it's gonna be a girl. Oh, nein. Die Wahrsagerin. More than I believe you, that's for sure. I see your point. Good luck, anyway. Ihre Wahrsagerin hat ihr gesagt, dass es muss doch mit der Raucherin hinten reden. Ich hab mit dem schon geredet. Mit der krebskranken Frau da hinten, die noch einen Monat lebt. Ah ja. Das wird bestimmt gut. Willst du sowas schon beleidigen? Wahrscheinlich was über die Haare sagen. Und dann kommt ihr Mann auf die Bühne und schlägt dich. Welche Bühne? Gut, er versteht Anspielungen nicht. Cool. Sorry, but you don't look too good. You okay? Well, aren't you Prince Charming? As a matter of fact, I'm dying. Seriously? Yes. Shit. Damn, I'm sorry. Well, maybe next time you'll sing twice before you open your big mouth. Yeah, you'd think that. But knowing me, it probably won't happen. So schlimm war das gar nicht. Ich hatte auf Schlimmeres gehofft. Okay, ich red ja mit der Empfangsdame. Ich balanciere noch ein bisschen. Excuse me, ma'am. My wife just had a baby. What's the name, please? Carol. Already. Right, just follow me, sir. Thank you. Hey, Leo. You coming? Hey, Leo. No. Get over here. Come on. Ja, ich komm einfach mal. Thanks. Hey Carol. You okay? Willkommen zu spät, die Geburt ist schon vorbei. Vorne ist verlegt vor dir. Vincent, what are you doing here? Warum wir wohl zu spät kommen, Morty? Weißt du warum? She's my daughter. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Plot Twist, das ist mittlerweile schon das Enkelkind. It's nice to meet you, ma'am. Solange wir unten gespielt haben. Baby girl, huh? I'll leave you guys alone. I'll be waiting outside. Yeah. And congrats, by the way. Ah ja, du kannst mit deiner Frau reden und ich kann dir. Can I hold her? Kann dir Scheiße bauen. Du kannst Scheiße bauen, ich kann Zwischensequenz gucken. Okay. Ja, nee, jetzt will ich nicht mehr. Ah ja. Dann sprich mit deiner Frau. Ich hol mir ein paar Medikamente. Damn drugs. They don't even help. Ah ja. Rauffasertapete also. Gute Musterung. Ist deine Frau. Ich kann Karten werfen. Nice. Mach mal.
Oh. Diese Emotionen. Du bist rausgeschmissen. Oh. Schmerzwettergarten. She's so beautiful. She is. You know, I miss you. Vincent, please. I love you so much. I just have to finish this. You have to trust me. Carol. What do you want me to say? I just want you to trust me, okay? Things will be different. You keep saying that, but you're gonna get yourself killed. I can't live with that. I'm not gonna let that happen. I promise. You have to trust me, Carol. Oha, ich höre die Polenta. Schnell, aus dem Fenster! Wer die wohl alarmiert hat. Vielleicht irgendjemand, während wir dort zwei Tage lang viel Gewürz gespielt haben. No shooting, we're in the hospital. Okay, let's go. Lass dich einfach zurück. Was? Geht das Spiel weiter? Nimm das Baby mit. Das ist jetzt meins. Als Baby klauen. Mein Eigentum. Und ich springe einfach durchs Fenster. Just go. Oh, das ist geschlossene Fenster. Oh, schade. Ich springe durchs Fenster. Das hast du sogar noch aufgemacht. Die Treppe war da eben noch nicht. Du hast da ein bisschen Polizei. Nein. Was? Du hast da eine Polizei, Morty. Die Treppe hat mich aufgehalten. Ah ja. Du bist gut. Ich sitze dann mal die nächsten 100 Jahre ab. Dein Baby schreit. Ah, du darfst. Ich darf. Ich darf nochmal sterben. Na toll. So, wie geht's weiter? Habe ich nicht eine Knarre? Ich hab doch eigentlich eine Knarre. Oh, verdammt. Aber über mich lachen, weil ich von der Treppe besiegt werde. Ja, du wurdest von der Treppe besiegt. Ich von der Wache. Ich weiß nicht, was jetzt besser ist. Treppen sind mächtiger, das sind statische Modelle. Die kannst du nicht töten. Ich hätte doch einfach durchrennen können, ich meine, da war eine Abkürzung, aber was soll es? Ich find's lustig, dass du Leute verprügelst und ich muss einfach nur abhauen. Ja. Es du bist passt. Ja der. Du bist der Gute hier. Hast du. Du hast gerade jemanden umgebracht, glaube ich. Ja, kann sein. Und da bist du wieder. Du darfst. Du darfst abhauen. Ich verprüge Leute und du hast ab. Schrank vor die Tür werfen. Shit. Hey, is anybody in here? Better show yourself. Murray, you got anything? No, it's all clear.
Das war verdammt gut. Obwohl es so schlecht war. Oh Scheiße. Durch hier. Ah, du bist wieder. Ich renn durch den OP! Der Patient stirbt jetzt! Rumpelkammer. Durch den Lüftungsschacht. Du offenbar auch. Oder nicht? Nein, du bist beim Müll. Da, wo du hingehörst. Sagt der Richtige. Oha, zweidimensionell. Oh nein. Es 2D. Ist Mario. Es ist 2D. Oh. Was? Das Spiel hat auch eine Art. Street Fighter. Okay. Oder was auch immer. Nee, ich weiß nicht, hast du den Film Oldboy gesehen? Das soll, glaube ich, daran eine Anlehnung sein. Es hat dieses Sifu-Spiel auch. Das ist wohl relativ krass im asiatischen Kino. Sowas. Kämpfe in 2D. Ich töte hier ein paar Leute, während du abhaust. Ja, ich bin im Luftschacht. Wer von uns saß nochmal wegen Mord im Knast? Ich. Aha. Du? Ja, gut, du. Ja, gut, ich glaube, der lebt nicht mehr. Oh nein. Rechte Maustaste. Quick Damn Events. Wie viele Leute hast du jetzt? Oh, ich hab die Ball. Ich hab's geworfen. Okay. Ich hinterlasse hier eine Spur von Leichen. Das ist überhaupt nicht irgendwie übertrieben oder so. Ich hinterlasse hier eine Spur von Leichen. Ich bin durch den Luftschacht geklettert. Die Spur von Krankenhauspolizisten ist groß. So, flieh du mal weiter. Springe aus dem Fenster. Offensichtlich. Die gucken nicht, jetzt kannst du weiter. Weiter. Und jetzt fall. Fall nicht runter. Du lässt mich jetzt hier im Stich? Gehst du ohne mich? Offensichtlich. Du trittst eine Scheibe ein. Hat niemand gehört. Niemand hat gehört, wie du eine Scheibe eingetreten hast. Du hast gerade 10 Polizisten im Gang verprügelt. Stop, you're under arrest. You're coming with me. Oh, ich hab einen Knarrer. Geiselname. Muss mal aufpassen. Schieß! Ich kann nur in die Luft schießen, aus irgendeinem Grund. Warum kann ich die nicht erschießen? Fuck! Beast shit door! Open! Verdammt! Schön überblenden. Läufst einfach durch den Eingang. Den Haupteingang raus. Damn. Think, Vincent. Think. Ah, people. I'll try to blend in. Wer ist mit da rechts? Good evening, ma'am. Jetzt sollen die das nicht mitkriegen. We have two fugitives at large in the hospital right now. I know. My colleague just called me. I think it's these two guys in the paper. Yes. There he is. Was? Freeze, don't move. Da hast du zu schnell reagiert. Wirklich? Yep.
Ich glaube, du musst ein bisschen länger warten. Gut, dann höre ich das Gespräch komplett an. Oh crap. Damn. Think, Vincent. Think. Ich kann es doch wieder zurück, oder nicht? Ah, people. I'll try to blend in. Ich gehe einfach wieder in den Knast. Ja. Ich sitze die nächsten 70 Jahre einfach ab. Dann ja. Hat sich das erledigt. Du hast noch keinen getötet, ich meine. Deine Haftstrafe sollte nicht so hoch sein. Ich habe auf meinem Weg vielleicht. Wie viele habe ich getötet? 10, 20 Polizisten. Ja, du hast alle getötet. You see or hear anything suspicious at all, you let us know, okay? Of course, officer. Thank you. Wir hatten, glaube ich, schon mal in diesem Let's Play drüber geredet, was mit Copkiller in den USA passiert. Ja. Wer ist von den Polizisten da von Jan? Okay, ist kein Polizisten. Jetzt raus hier. Vielleicht nimmst du mal den Fahrstuhl. Das wäre einfach so ein Move, ey. There he is! That's nowhere to run! Freeze! To hell with it. I'll jump out the window. Oha. Da fällt jemand durch zwei Lichter. Und da bin ich. Und da kommt jemand mit der Geisel, nachdem er ein paar Polizisten erledigt hat. Ich bring dir eine Geisel mit. Ja, wir haben jetzt einen neuen Freund. Ich muss zurück. Come on, let's oh verdammt. Quicktime Events. Ach, du hast Quicktime Events bei mir. Nee, gerade nicht. Angezeigt. Gerade nicht, aber damn. Bestimmt gleich. Du musst mir helfen. Komm, du Arsch, komm mir helfen. Mach ich gleich. There he is. Ich werde gerade verhaftet. Das nicht gerade für wenig Zeit. Ich habe alle. Weißt du, wie viele Bullen ich da erschossen habe? Getötet habe. Erschossen keinen. Wow. Ich muss bestimmt jetzt ein paar Quicktime Adventures machen. Ich weiß es nicht. Timelapse. Time. Wusste ich doch. Das war knapp. Wie hast du das überlebt? Keine Ahnung. Holy shit. Ich hab keine Ahnung. Ich möchte mal ganz kurz anmerken, sie machen zu It Takes Two einen Film. Aber dazu nicht. Nö. Das eine Spiel, was ich sehr gut dafür anbieten würde, machen sie nicht. Das Spiel, was überhaupt nicht dazu da ist. Ich freue mich übrigens, ich freue mich übrigens schon auf den Endsong im Film bei 6. Hahaha. Beste Lyrics. Ich bin gespannt, wen sie besetzen. Long time no see, Vincent. How you doing? The Rock spielt den männlichen und... Nein, er ist der Producer. Er und Hauptfigur. Gibt das Geld. Und Hauptfigur. Nein, macht er nicht. Nein. Schade. Also ich meine, wird er wahrscheinlich, aber... Ich würde The Rock gerne als Cody sehen. Ich würde ihn dann gerne als das Kind sehen. Mexico. Mexico? You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily, you know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah, yeah. Where are you going? Ich weiß nicht, ob ich da in das Flugzeug mit einsteigen will. Mexico. Die ist von dir bezahlt. I'm telling you the truth. I would never say anything.
I would never do that. You know that. And I didn't say anything. That they tried to get me to say something, but I didn't. Because that's not what I do. You know that. You know you gotta trust me, Harvey. I promise. Please. Please. Let him go. Oh, thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. Gehen lassen heißt, glaube ich, hier was anderes. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Oye, Juan, dime, jefe. Necesitamos más hombres. Ya, dale. ¿Cuántos? Todos. Todos? ¿Pero qué pasa? No preguntes tanto. Hazlo nomás. Whoa, wait. What? No! No, no! Sag ich doch. Hey, here you go. Hey, Vincent, who is this Emily, really? Don't even ask. You ready? Yeah, I just need to fill up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah, but it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. Are you crazy? Do you know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. You just pull a cord. Right, Emily? Well, technically, you're right. Come on. What do you say? Wir wissen es doch beide. Was? Na komm. Parachute. Ich bin für Landen. Fallschirm fliegen. Ich will Dschungel sehen. Fallschirm. Ich will aber einen Dschungel sehen. Fallschirm ist spannend. Giftige Tiere sind auch spannend. Ich glaube, wir spielen beide die falschen Charaktere. Ja. Also ich bin für Landen. Also ich bin für den Fallschirm. Nein. Letztes Mal durftest du im Krankenhaus durftest du jetzt auswählen. Komm. Das ist, ich will doch sogar deinen Weg machen. Ich muss Molly, ich durfte den Scheiß Kopf nicht erschießen. Wir müssen nur überreden. Komm, Fallschirm. Nein, ich will laufen. Jetzt bin ich wieder dran mit der Entscheidung. Fallschirm. Ja, ich mach doch deine Entscheidung. Meine Entscheidung ist Fallschirm. Nein, deine Entscheidung ist offensichtlich nicht Fallschirm. Spielverderber. Niemand nimmt Flugzeug landen. So you would rather trek for hours through a hot and dense jungle. I'll even crawl if I have to. All right then, you dweeb. Emily, I'll handle the fuel. Durch den Dschungel laufen wird der Wahnsinn. Es wird der pure Horror. If you say so. Sorry, that's just it's coming with. Just get it on the plane, okay? Got it. Guys, can you please find my logbook? Zapfen entfernen. Oh! Entschuldigung, es ist ein Zwang. Wurde im Gefängnis darauf trainiert. Wir haben hier ein paar Quests. Okay, ich hobel jetzt. Bin schon mal eingestiegen. Nein, ich muss hobeln. Vietnam War going on, blah blah blah. And a picture of us, of course. Damn, I look good. Was ich hier wieder alles machen? Ich bohre. Hol mir einen Schluck Wasser. Gönn dir.
Ich spritze mir das Gesicht voll. The logbook, come on!